Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Smoke-Tutorial. Wir sind jetzt auf der Map.de das 2 angekommen. Die Map habt ihr euch ja ziemlich hardcore gewünscht und ich denke, es ist auch nach wie vor die beliebteste CSGO-Map. Und darum dachte ich mir, gut, machen wir das 2 als nächstes. Wir fangen bei dieser Tutorial-Reihe auch wieder mit den Smokes an und arbeiten uns dann über verschiedene Videos durch, zu Taktik-Tipps, Call-Snades, Wallbangs und so weiter und so fort. Also, beginnen wir. Die erste Smoke ist direkt ziemlich einfach. Ihr stellt euch hier an dieses Blatt, visiert hierhin, also dass ihr eine Linie mit diesem Stückchen ergebt, da rechts. Und schmeißt die Smoke einfach mit Linksklick und so landet sie ziemlich perfekt für CT oder auf CT. Also ihr könnt hier easy vorbeischlappen und man kann euch nicht sehen. Die Smoke kann man für die Hektiker unter euch auch aus dem Lauf schmeißen. Das ist ein bisschen schwieriger. Ihr müsst einen Sprungschmiss machen, indem ihr, also sie muss ungefähr da aufkommen, indem ihr hier hingeht, sobald die Tür verschwindet, schmeißt und dann kommt die auch da unten an. Aber nicht so perfekt wie die Smoke von gerade eben. Also die bedeckt so eher die rechte Seite. Es ist zwar auch noch in Ordnung zum Durchlaufen, aber ihr seht, es ist nicht die perfekte Smoke wie die gerade eben. Aber sowas kann man auch machen. Des Weiteren könnt ihr diese Smoke hier deutlich vereinfachen, indem ihr hier hinschmeißt. Vor allem müsst ihr nicht erst ins Kreuzfeuer geraten. Wenn man dies da vorne smoken will, gehen ja viele tatsächlich so dahin und schmeißen die Smoke oder lassen die hier irgendwie fallen, machen das irgendwie so. Aber über diese Kante ist es sehr einfach, diese Smoke zu erreichen. Und dann kann man einfach durchgehen. Wir bleiben hier bei Alang, beziehungsweise gehen ins Alang-Haus, stellen uns hier in die Kante und schmeißen ziemlich genau, es muss peinlich genau geschmissen werden, hierhin. Ich zoome für euch im Video nochmal ran, damit die Smoke auch wirklich genauso ankommt, weil sonst dobst sie einfach über die Box hinaus. Man sieht, es ist sehr knapp, aber so habt ihr Xbox gesmoked. Ein Tee, der gerusht ist, kann auch einfach die Box smoke, indem er eben hier die Smoke hinschmeißt. Das ist ziemlich einfach und intuitiv, aber dennoch machen es nicht viele. Eine weitere und letzte Art, die Xbox zu smoken, ist folgende. Ihr stellt euch genau hier hin und schmeißt dann dieses längliche Ding. Zack. Und es hat den ähnlichen Effekt wie die zwei gerade eben. Man smoked die Xbox ziemlich chillig weg und kann dann eben den Short Rush beginnen. Jetzt gibt es hier noch für den Short Rush ein paar A-Smokes, und zwar ist hier diese Dreck-Geschichte. Ihr stellt euch genau an den Rand und denkt euch hier einen Strich nach oben zwischen diesen zwei Fenstern auf der Hälfte, so nach oben. Und bei der Hälfte dieses Bleches eben einen Strich nach links. Und da müsst ihr die Smoke mit Linksklick hinschmeißen und dann kommt sie hier vorne an. Und so könnt ihr mit einer weiteren Smoke, und zwar dieser hier, so könnt ihr dann direkt durchrushen. So ist A komplett gesmoked. Diese hier ist auch mehr oder weniger aus dem Gefühl. Ihr könnt diesen Balkon abschneiden bei der Hälfte mit der Kante. Auf die obere Kante des Balkons ziehen, laufen, 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 schmeißen. Und dann habt ihr die Smoke auch drin. Die ist nicht schwer. Aber ist halt aus dem Laufen. Ich weiß, viele tun sich da schwer. Sie wollen immer so hierhin den Tangentialvektor berechnen, springen, zack und dann. Aber manche Sachen muss man eben einfach mit Gefühl schmeißen. Was habe ich jetzt gerade gesmoked? Das ist natürlich auch. Ist auch nicht schlecht, oder? Was habe ich hier gerade rausgefunden, Valerio? Leute, merkt euch dieses Smoke. Jetzt geht es aber weiter mit den offiziellen Smokes. Ihr könnt genau diese Stelle auch anderweitig smoken. Und zwar seht ihr hier dieses Dreieck, das sich praktisch hier raus bildet. Ne? Zack, zack, zack. Ihr müsst ungefähr bis hierhin laufen. Das müsst ihr euch gleich merken. Also räumlich müsst ihr wissen, wo ihr euch befindet. Ihr macht euch oder denkt euch hier wieder einen Strich nach oben bis zur Kante der Laterne. Das ist euer Gedankenpunkt. Ihr müsst walken. Geht ein Stück zurück. Ja? Merkt euch diese Stelle. Ihr walkt und schmeißt und müsst halt an dieser Stelle dann auch stehen bleiben, beziehungsweise an dem Moment schmeißen die Granate, die Smoke. Und dann kommt sie hier an. Somit ist der AWPler, der hier steht, erstmal nicht fähig, einen rushenden Tee von hier wegzuholen. Wem das hier schwerfällt, der kann eine etwas langsamere Smoke, und zwar die Smoke von hier schmeißen. Einfach hier in die Ecke stellen, nicht ducken, hier an die Kante ziehen, schmiss. Und schon habt ihr dieselbe Smoke, nur braucht ihr dafür halt etwas länger, wie jetzt jemand, der die andere im Laufen schmeißt und sie ist ein Stück weiter hinten. Also jemand, der hier einkauft und direkt die Smoke hier rauspfeffert, das ist natürlich alles ein bisschen schneller wie dieses. Warte kurz, ich muss mich kurz hier hinstellen. Tangentialvektor, okay. Olfaktorische Faktoren, alles klar. Hypotenuse, läuft bei mir. Satcom, jetzt! Also es ist was anderes, auf jeden Fall, ja. Ganz klar. Wenn ihr von Mitte auf B rushen wollt, dann gibt es hier zwei exzellente Smokes. Die eine ist Kiki, und zwar diese hier. Somit smoket ihr einfach CT ab. Und wie man hier sehen kann, ist es ziemlich critical, also hier jemanden vorbeihuschen zu sehen. Aber wenn hier jetzt eine AWP steht und die steht hier, dann kann sie halt noch jeden wegholen. Deswegen müsst ihr hier auch eine Smoking kloppen. Und das ist ein bisschen tricky. Ihr geht auch wieder in die Ecke. 1, 2, 3, nach oben und ein Stück links. So. Und dann Sprungschmiss. Blub. Hat's etwa direkt funktioniert? Logik, fuck. Einige binden sich ja diesen Sprungwurf und ich hab das halt nicht.
Ich muss es mit dem Gefühl schmeißen. Aber jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es direkt, bumm, schakalaka. Wie man hier erkennen kann, erkennt man nichts. Als City könnt ihr auch noch einige schöne Smokes schmeißen. Unter anderem diese hier. Geht einfach genau in die Ecke, visiert hier oben an. So, und schmeißt. Und dann habt ihr schon mal das Longhouse gesmuggelt. Somit müssen sich die Tees erstmal da rauskämpfen aus dem Smoke. Und der AWPler, pam, holt sie sich dann weg. Und wenn man seine Mitspieler auf Short helfen möchte, kann man auch von Long aus sich hier in die Kante stellen. Einfach nur hier mit Linksklick, zack. Und schon habt ihr Short gesmoked. Wenn ihr als CT auf Mitte irgendwas plant, stellt euch einfach an dieses Schild und schmeißt die Smoke ziemlich genau hin. Und schon habt ihr den Todesgang gesmoked. Und soweit auch gesmoked, dass der AWPler hier oben nicht runter gucken kann. Verknüpft mit der Smoke kann ich euch dann auch diese hier empfehlen. Merkt euch einfach das Fenster hier oben. Ihr könnt ja als CT die Smoke schon mal zücken und einfach hier hinschmeißen. Und schon habt ihr dann nochmal eine Mitte-Smoke, wenn ihr eben in Tunnels oder sowas rein wollt. Kommen wir nun zu den drei letzten Smokes. Die sind ziemlich kicky. Eine Smoke geht wie folgt. Die kombiniert ihr am besten auch alle zusammen. Ihr stellt euch hier in die Kante, schmeißt hier genau an die Biegung. Dann stellt ihr euch hier hin und schmeißt von der Biegung bis hier hinten hin so auf die Hälfte. So, hier hin. Und der letzte, ich hoffe, der gelingt mir direkt, merkt euch das hier unten, schmeißt die so. Ah, fuck, die von hier, diese hier, die man hier oben an den Knick geworfen hat, die geht direkt vor Tunnels nieder. Die man hier aus dieser Ecke hier drüber schmeißt, fliegt zu K. So ist dann, wenn ihr reinkommt, direkt K und Tunnels gesmoked. Das heißt, ihr könnt hier reingehen und euch erstmal Richtung rechts widmen und da alles wegnatzen. Die andere Smoke ist ein bisschen in die Hose gegangen, also ist klar. Wisst ihr, der Trick ist es, dass sie hier aufkommt. Also, dass die Granate dann hier aufkommt. Also nicht da oben. Das heißt, ihr müsst dahin zielen auf diese Kante. So. Und dass es da unten aufkommt. Dann fliegt sie rüber. Und halt schmeißen, sobald ihr hier seid. Also, sobald ihr das betretet, man sieht es ja hier. Jetzt kommt noch eine weitere, die ich eben beim Rumprobieren oder Rumspielen entdeckt habe. Und zwar aimt ihr genau auf diesen Penüpel hier oben, auf das Ende, Sprungwurf. Und somit könnt ihr die gleiche Todesgang-Smoke werfen oder die ähnliche, die ich vorhin auch hatte. Das heißt, der AWPler kann von hier oben nicht runterzielen. Wenn ihr der letzte City seid und da oben liegt die Bombe, ihr wisst, der letzte ist in der Grube, stellt ihr euch einfach hier in die Ecke, zielt auf die Kante des Hauses, die kann man hier noch erkennen, und macht einen Sprungwurf. Die Smoke landet somit hier, also eher rechts von Alang, deckt, ja doch, also eher rechts, links ist halt offen, müsst ihr aufpassen. Dann geht ihr einfach hier drüber, er kann euch nicht sehen, ihr könnt hier rumdackeln, wie ihr wollt, und die Bombe diffusen, beziehungsweise dann weitere Schritte einleiten. Früher, als ich keine Smokes kannte, habe ich immer so hier das gemacht. Das ist natürlich auch alles möglich, aber fliegt dann vielleicht in der Panik nicht so, wie man das möchte. Ich hoffe, euch hat dieses Smoke-Tutorial gefallen und ihr könnt einige neue Smokes in die nächste DAS2-Runde mitnehmen. Die Map.de-Cache ist bereits komplett behandelt mit allen Smokes, allen Nades, allen Wallbang-Spots und so weiter und so fort. Findet ihr alles hier in der Playlist. DAS2 wird sich nun auch dazu gesellen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.